Die Masse ist immer noch gut durchfeuchtet, aber natürlich noch lange nicht trocken. Und von daher kann ich jetzt einfach mal in Ruhe weitermachen und hier sanden mit der ersten Schicht. So, da habe ich mir jetzt gewaltig einen abgebissen, von der Länge her. Abgebissen insofern, dass das jetzt natürlich eine ziemliche Arbeit ist. Lass mal die Straßenwalze ran. Und dann hier schon mal anfüllen. So, da kann ich schon mal das Leimwasser reinhauen. Ich jetzt nur noch wüsste, ja, die lässt sich ganz angenehm fahren. Wie beim letzten Mal träufle ich ein und ziehe dann immer am Rand der feuchten Stelle entlang, damit sich dieser feuchte Fleck weiter ausdehnen kann. Ja, das zieht noch gut weg. Im unteren Bereich brauche ich natürlich viel, viel mehr an Leimflüssigkeit. Aber da kommen wir gleich zu.
Sorgfalt ist immer etwas langsam. Gucken, ob ich diese Schaumkrone da wegkriege. Hoffnung habe ich darauf nicht. Einzige Möglichkeit, so eine Schaumkrone wegzukriegen, ist einfach noch mal ein bisschen Sand drüber kippen. Jetzt warte ich hier erstmal einen Moment ab, ob die Durchfeuchtung bis an den unteren Rand geht, damit es mir gleich nicht überläuft. Das scheint zu passen. So. Und damit kann ich also nach der anderen Richtung hin ansetzen. Und mit der Straßenwalze so. Und da tut sich ein Problem auf. Ich habe jetzt Sand hier in die Wurzeln reingeschüttet. Ja, jetzt würde ich da gerne reinpusten, aber dann wäre die ganze Sache mit der schönen Sandschüttung erledigt.
reicht. Ich muss erst mal ein neues Tässchen Sand holen. Ich lasse dem jetzt ein bisschen Zeit, vorwärts zu träufeln und mache mich in der Zeit schon mal dran, hier etwas weiter einzustreuen.